kleinen Sperren, aber das Bildungssystem auf den Mietern. Habt ihr kurz Zeit? Ja, natürlich. Ihr habt besucht auch das Lizenzmunde. Welche Klasse besucht ihr? Wir besuchen die ersten Klassen vom experimentellen Lyceum, der Universität Mazedonien. Wie viele Stunden Unterricht habt ihr in der Woche? Wir haben 35 Stunden Unterricht pro Woche. Aber auch Griechisch und Neue Griechisch haben wir mehr Stunden als bei den anderen Fächern. Welche Fächer werden in der ersten Klasse des Lyceums unterrichtet? In der ersten Klasse haben wir Griechisch, Religion, Geschichte, Mathematik, Französisch oder Deutsch, Naturwissenschaften, Sport, Sozialkunde und Informatik. Gibt es Wahlfächer? Nein, wir haben kein Wahlfach, aber wir können Deutsch oder Französisch als zweite Fremdsprache auswählen. Aber das muss je nach dem Fach, wir auf dem Gymnasium ausgewählt haben. Gibt es andere Fremdsprachen? Ja, wir lernen zwei Fremdsprachen. Englisch ist die erste und Deutsch oder Französisch die zweite. Und gibt es auch Orientierungsgruppe in der ersten Klasse? Nein, in der ersten Klasse des Lyceums haben wir noch keine Orientierungsgruppen. In der zweiten Klasse gibt es zwei Orientierungsgruppen, und zwar eine über die Gesteinswissenschaften und eine über positive Studien. Dann in der dritten und letzten Klasse wird auch die Orientierungsgruppe über Wirtschaft und Informatik aufgebaut. Gibt es Projekte zur Stärkung der Innovation Dimension? Bisher leider nicht in unserer Schule, aber vielleicht wegen der Pandemie. Normalerweise werden Erasmus e-Twinning-Projekte durchgeführt und Schüleraustauschprojekte organisiert. Und wie groß ist der Anteil von Schülern und Schülerinnen mit der Migrationshintergrund? Nicht sehr groß, das hängt von den Gegend und der Region ab. Die meisten besuchen das interkulturelle Zentrum. Werden digitale Medien beim Unterricht benutzt? Wir haben eine Plattform, die Glass, in welcher wir mit unseren Lehrern und Lehrerinnen chatten und Hausaufgaben und Unterricht machen können. Wie werden die Schüler und Schülerinnen benotet? Wir werden durch Tests und Klassenarbeiten benotet, aber auch bereiten wir in Teampräsentationen zu vielen Projekten vor, die auch benotet werden. Gibt es Examen am Ende des Schuljahres? In welchen Fächern gibt es Examen? Am Ende des Schuljahres gibt es Examen in den Fächern Englisch, Algebra, Altgriechisch, Geometrie, Geschichte, Griechische Literatur, Physik und Chemie. Das wird durch eine neue Methode gemacht, wobei die Hälfte der Themen von einer Themenbank automatisch ausgewählt wird. Die andere Hälfte bereitet der Lehrer selbst vor. Wie schwer ist die Oberstufe im Vergleich zur Sekundarstufe 1? Eigentlich ist der Stoff der Fächer schwerer und mehr, aber am allerschwersten wird das Examen mit der Themenbank sein, denn das ist neu und wir haben noch keine Erfahrung. Könnt ihr uns einen Tipp für einen leichten Übergang vom Gymnasium aufs Lyceum geben? Ja klar, natürlich Hausaufgaben machen und lernen, aber auch unter Unterricht an Projekten beteiligen, Literatur lesen, sich über verschiedene Themen informieren. Vielen Dank für die Tipps und wir wünschen euch viel Erfolg.